10 Jahre 7-Dollar-Taxi aus Luzern. Für das Jubiläum habt ihr natürlich auch für eure Fans etwas parat. Aufs Jubiläum haben wir jetzt eine neue Scheibe draussen, Anything Anything. Seit dem Februar ist die draussen. Das ist natürlich nicht alles. Wir haben eine Clubtour jetzt gespielt im Frühling. Und jetzt im Sommer sind wir unterwegs auf Festivalbühnen, zum Beispiel hier an der Musiktag hier in Winterthur. Jetzt geht es auch übermorgen geht's noch weiter auf Avant, Choco Sagen und ein paar andere Sachen stehen auf dem Programm. Aber das grosse Highlight, also wirklich unser effektiver Geburtstag, den feiern wir dann am 19. September, dort wo wir aufgewachsen sind, in der Aglo von Luzern, haben wir einen Teil von der Band in Horb. Und wir feiern jetzt dort, das wollte ich sagen, mit Haufen Freunden von Luzern, die uns immer begleitet haben auf der ganzen, in dieser ganzen Zeit. Zum Beispiel Alejandro Jiménez, Johnny Byrne, Weekend Phantom, es kommen ganz viele coole Gäste. Wir haben eine Fanaktion am Laufen. Ja, wir haben einen Song. Unsere erfolgreichste Radiosingle ist vom neuen Album, heisst Postcard from Santa Barbara. Und der Christoph hat hier die geniale Idee gehabt, dass wir da eigentlich etwas mit der Postkarte von Santa Barbara machen können. Also wir erwarten von allen Fans, die jemals Santa Barbara gewesen sind und noch eine Postkarte von dort haben, oder für alle, die jetzt einmal gehen auf Santa Barbara, erwarten wir, dass sie uns eine Postkarte schicken als Postfach 79 in 6047 Kastanienbaum. CH. Und wenn man das macht, dann bekommt man von uns ein gratis Album, portofrei zugeschickt. Wie wichtig sind die sozialen Medien und Netzwerke für euch? Also es ist für Bands halt nach diesen, ja wie du sagst, eben 10, 15 Jahren, wo das Internet richtig gross ist, ist es ein kleines zweischneidiges Schwert, weil es gibt nicht nur Vorteile durchs Internet. Also auch für die kleinen Bands, weil es ist halt gleich mal eine Übersättigung da, weil du, früher haben wir gesagt, ja jetzt kann irgendein Fan in Neuseeland kann deine Musik hören oder er entdeckt dich, nur weil du auf dem Internet bist. So ist es leider nicht, oder? Ich habe das Gefühl, viele Musikkonsumenten haben wirklich ein bisschen den Überdruss. Also die haben gar keinen Bock mehr, irgendwie neue Sachen zu hören. Geschweige denn selber in die Weiten des Internets vorzudringen und dort nach neuen Bands zu suchen. Aber für uns natürlich ein wichtiges Medium, ganz klar. Ja, ja, wenn man rückblickend schaut, dann hat es auch uns einiges ermöglicht. Und zum Beispiel eben, dass man eine CD in Japan veröffentlicht hat, das haben wir dank MySpace, dank diesen Kontakt können machen. Damals noch MySpace, rest in peace. Und auch unsere ganze England-Geschichte, wo wir doch viel Konzert gespielt haben, das hat auch den Ursprung eigentlich mit MySpace. Das ist auch schon ein paar Jahre her mit Japan. Und ihr seid trotzdem nicht Megastars geworden. Hat das etwas damit zu tun, dass ihr als Schweizer Band ein relativ kleinen Heimmarkt habt? Oder wie empfindet ihr das? Also die Schweiz ist ein extrem kleiner Musikmarkt. Die paar Radiostationen, die Musik wie unsere spielen, wo halt nicht alles mega geschliffen ist, sondern wo Ecken und Kanten rum sind, die Musik hören halt verschwindend wenig Leute in der Schweiz. Wenn man sich will, wie wir früher viel zu England gespielt haben, dann musst du, wenn du willst, dir einen Namen spielen, dann musst du wirklich dir den Arsch abspielen. Dann musst du monatelang einfach jeden zweiten Abend irgendwo in einem Keller spielen und dann kommen dann plötzlich die Leute, oder? Du wirst natürlich auch durch das besser, indem du jeden Abend spielst. Aber aus der Schweiz raus operieren ist natürlich nicht wirklich einfach. Und in der Schweiz operieren, da muss man sich wirklich halt an die Formatradios richten und sie Säckchen Wind haben und schauen, was ist beim Mainstream gerade angesagt und irgendwie versuchen, so etwas abzuklatschen. Und das haben wir einfach nie wollen. Wir machen die Musik, die uns gefällt und hoffen, dass die Leute, dass einmal ein paar Leute auch daran Spass haben. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Leider, wegen der neuen Medien, musst du ja irgendwie als Band auch neu organisieren, oder? Also du bist nicht einfach nur Band und hast ein Label und einen Manager, sondern da passiert auch sehr viel intern, oder? Dazu. Also wir haben probiert, uns so ein Image zu geben, also wie die Backstreet Boys früher gemacht haben. Haben wir geschaut, wer spricht auf welchen Typ, Frau oder Mann, und dann haben wir das jetzt ein bisschen intern ausgemacht. Also wir haben wirklich verschiedene Segmente haben wir eingeteilt. Wir haben gesagt, wir haben mal auf eine Skala geschaut für unser Konzert. Dann haben wir gesehen, also es war bei 14 Jahren, geht bis 45. Und so haben wir dann so Segmente gebildet und sind jetzt am Ausarbeiten, dass jeder
von unserem Bandmitglied eigentlich für so eine Zielgruppe zuständig ist. Und mit, bei gewissen Segmenten sind wir, nicht ganz, sind wir uns noch nicht ganz einig, aber da sind wir so in so einem Findungsprozess. Und ich bin zuversichtlich, dass wir... Eben, das sind wir noch im Findungsprozess. Aber dir ist so klar, oder? Also, ja, der Nidwaldner Charme kommt bei der 40 plus einfach am besten an. Und ja, aber da möchte ich auch nicht zu viel... Da sind wir total noch in der Abklärung. Sind ihr dann noch in den Clubs unterwegs, Schweiz-Tour, oder was ist weiter geplant? Ich glaube, das kannst du besser beantworten. Ja, jetzt machen wir noch fertig den Sommer, hoffen, dass wir nicht noch mehr verschifft werden an den Festivals. Und dann eben am 19. September ist dann unser Jubiläum in Horb, nicht wahr? Dann geht es weiter in Zürcher HB, da ist gerade noch etwas am tun, dass wir dort eine Show können spielen können, im Rahmen von einem speziellen Festival. Wir gehen dann noch auf Bern in Gaskessel und so sind doch noch zwei, drei Shows geplant. Wir haben viel über den Ralf geredet, unseren neuen Keyboarder. Und er hat eben auch eine Band und die ist sensationell, Coco Galaxy. Auch auf Tour momentan, neue Scheibe am Start oder das Debütalbum. Also auch unbedingt dort mal reinhören. Gell, Ralf, möchtest du noch etwas dazu sagen? Super. Wie bist du denn reingekommen und wie hast du dich eingelebt? Also? Ja, also reingekommen bin ich durch Tizian. Er hat mich eigentlich vor zwei Jahren am Festival am Nachmittag hat er mir eben gesagt, dass er mit One Lucky Sperm in zwei Wochen das Debütalbum rausbringt und er braucht noch eine Band. Wie noch nie immer gehabt. Und ich habe gesagt, ja, schreib schon mal. Das hat er dann gemacht, 10 Tage vor der CD-Taufe. Und dann haben wir zusammen noch die Songs irgendwie arrangiert für live. Noch am Schlagzeuger noch 2-3 Mal geprobt. Und dann sind wir so eigentlich eineinhalb Jahre unterwegs gewesen, bis er mich dann eigentlich angefragt hat, jetzt dann eben bei Seven Dollar Taxi auch noch mitspielen. Weil sie im Studio viel Keys eingespielt haben. Und ja, so bin ich dort reingerutscht, haben wir eigentlich im neuen Jahr, anfangs neues Jahr, haben wir angefangen Proben zusammen und dann am 1. Februar CD-Taufe gehabt, davor schon 2-3 Gigs, ja. Nein, ich bin super aufgenommen worden. Es war eigentlich so, ja, von Anfang an, als wäre ich schon 10 Jahre lang dabei. Also weil Tizian auch nie schon gut kennt. Eben, ich meine, wenn du zusammen in der Band spielst, lernst du eh gut kennen. Und eben mit dem Rest ist gerade, ja, es hat gerade funktioniert. Wie wichtig sind für euch Videoclips? Videos sind natürlich in der heutigen Zeit, würde ich meinen, sowieso etwas sehr Wichtiges. Es ist schwierig, in heutiger Zeit sowieso in unserer, wollte man schon sagen, Post-MTV-Zeit. Ein Video, Musikvideo, man geht auch viel auf YouTube. Also nicht unbedingt nur mir, sondern halt die Jungen. Und suchen sich zu den Liedern, die sie gerne haben, auch gerade das Video dazu. Und wenn es kein Video gibt, dann ist das Lied wie fast nicht existent. Und wir haben jetzt 3 neue Videos. Das neueste wird bald veröffentlicht. Sicher sehenswert. Vielleicht gerade bei dieser Gelegenheit, man findet sie entweder auf www.7dollartaxi.com, man findet sie auf facebook.com/7dollartaxi oder auf unserem YouTube-Kanal 7dollartaxi. Findet man die eben das Neueste, vielleicht noch als Ergänzung, ist in Barcelona gedreht worden, da kann man sicher besonders gespannt drauf sein. Und wenn jetzt noch einer der letzten Tickets an eure Jubiläumsparty oder Konzert will gattern, gibt es da noch Möglichkeiten, wo muss er sich melden? Das geht's noch, der Vorverkauf läuft und alle Infos findet man auf 7dollartaxi.com. Aber beeilt euch.